Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute wieder für euch in Battle Phase unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder eine weitere Folge von meinem kleinen Collection Update. In der kleinen Videoserie schauen wir uns ja immer an, was ich so Neues an Transmog und anderen Dingen gesammelt habe über die Woche, was wir denn hier im All the Things angezeigt bekommen. Und ja, wir haben wieder das ein oder andere bekommen. Und außerdem hat All the Things sich ein bisschen geupdatet. Mittlerweile sind hier die Essenzen auch drin. Wenn man die nicht hat, die legendären quasi. Davor war ich mit Essenzen komplett fertig. Jetzt ist hier blöderweise die eine Heal Legendary Essenz drin, die mir noch fehlt. Ihr wisst ja, ich habe alle vom DD und vom Tank fertig und eine Heal Essenz würde mir noch fehlen. Die wollte ich mir eigentlich nicht mehr holen. Jetzt zeigt es blöderweise im All the Things an und jetzt bin ich so ein bisschen überlegen, hole ich es mir jetzt vielleicht doch noch? Aber wir werden sehen. Mal gucken. Genau, wir waren letzte Woche bei fehlenden Items. Das waren, glaube ich, 715. Das waren 98,75%. Und jetzt fehlen noch 652 Items und wir sind bei 98,86%. Und ihr merkt schon, ein paar Nachkommastellen sind tatsächlich relativ viele Items, weil ich glaube, overall sind wir irgendwas bei über 55.000 Items und da sind dann 0,1 oder 0,01 tatsächlich auch schon ein paar Items bei diesen Dimensionen. Ich war wieder fleißig letzte Woche und wir haben wieder einiges bekommen. Ich würde sagen, wir gucken jetzt mal einfach so ein bisschen grob durch. Ich vergesse eh wieder die Hälfte, was ich über die Woche gesammelt habe. Heißt, es bestimmt jetzt wieder nicht alles dabei, aber ich versuche jetzt mal da ein bisschen was zu zeigen. Also Classic ist eigentlich gleich geblieben. Da sind immer noch diese 5-Mann-BOE-Drops. Die habe ich mir bis jetzt nicht besorgt. Da schaue ich ja immer mal, ob irgendwo mal was dabei ist. Bis jetzt hatten wir leider kein Glück. In Wortel haben wir das ein oder andere gekriegt. In Nax Ramas fehlen mir jetzt nur noch zwei Items. Da war ich jetzt letzte Woche mit dem Worry drin, habe leider nichts gekriegt. Da waren es jetzt immer noch hier die beiden Waffen im 10er und dann noch eine Waffe im 25er. Das ist ein bisschen schleppend leider, vor allem weil es der Trash-Loot ist. Dann im Uldua sieht es ähnlich gut aus. Da sind es auch nur noch zwei Waffen, ein Trash-Loot und eine Waffe bei Hodi. Auch das habe ich jetzt mit dem Worry mal versucht abzufarmen. Dann kann ich halt nebenbei noch gleich noch ein bisschen Platte mitnehmen. Dann in Eiskrone, da sind wir jetzt ein bisschen weiter vorangeschritten. Es sind jetzt im Normal-Modus noch 11 Items und im HC-Modus noch 5 Items. Hier zieht sich das tatsächlich im 10er, wisst ihr, man kriegt immer nur 2 Items pro Boss. Und 10er und 25er sind unterschiedliche Items, sowohl als auch 10er als 10er HC und 25er als 25er HC. Also man hat quasi 4 Pools an Items, dementsprechend dauert es wesentlich länger, da alles zu bekommen. Im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu Uldua, wo man in einem Dungeon Run theoretisch alle Items kriegen kann. Ja? Deswegen ICC zieht sich so ein bisschen, aber es wird auch besser. Ne? Vor allem im HC fehlen mir jetzt nicht mehr so viele, das habe ich jetzt hauptsächlich angepeilt, dass ich immer die HC-Bosse mitnehme und in ICC ist das Schöne, man kann ja umschalten in der Instanz von jedem Boss quasi, muss zwar immer eine Minute nach einem Boss warten, aber kann dann immer umschalten, kann man sagen, die ersten Boss, zum Beispiel ich mache es jetzt immer so, die beiden Bosse, also den zweiten Boss und den dritten laufe ich im HC und dann habe ich jetzt hier den vierten im NHC noch gebraucht gehabt. Anscheinend habe ich das Item letzte Woche gekriegt. Ich habe schon gar keinen Überblick mehr. Und da habe ich halt immer wieder umgeschalten, ne? Je nachdem, was ich für einen Boss gebraucht habe. Zum Beispiel hier im Blutviertel brauche ich im HC gar nichts mehr. Das habe ich dann halt dementsprechend im NHC dann absolviert. Und man kann den LK auch im HC killen, obwohl man ein paar Bosse zwischendrin im NHC gemacht hat. Das funktioniert ja zum Beispiel in anderen Instanzen nicht, wie zum Beispiel in Thron des Donners, da muss man alles auf HC gemacht haben, dass man Endbosse auf HC machen kann, um dann Raden zu killen. So als Beispiel, das habe ich nämlich unter anderem auch noch offen. Dann, ja, genau, was weggefallen ist. Ah ja, stimmt, ich sehe es gerade. Ding ist weggefallen, ich habe schon fast wieder vergessen. Prüfung des Kreuzfahrers habe ich jetzt alle Items gekriegt. Da war letztens noch eine Schildhand offen, die haben wir bekommen und dementsprechend muss ich nicht mehr in den Laden rein. Wieder eine Instanz abgehakt, ist immer ganz schön, muss ich nicht hinfliegen und die ganzen Bosse nicht mehr machen. Das spart mir schon ganz gut Zeit. Bei den 5-Mann-Instanzen, wie gesagt, das sind ja nur noch BOE-Drops vom Trash, die ich mir, wenn er mal Haar kaufen will oder irgendwann mal später farmen. Da bin ich im Moment nicht dran. Cutter sind wir immer noch bei dieser einen Musikrolle. Ne? Ich hoffe, dass ich die diese Woche kriege, dann kann ich nämlich Cutter damit abschließen. Die kann ich aber, oder die will ich halt mit Main kriegen, dass ich die ganzen Musikrollen auf dem Main fertig habe. Blöderweise das Achievement damals mit einem anderen Char gemacht gehabt und ja, jetzt muss ich quasi gucken, dass ich das wieder bekomme. Vor allem das Achievement habe ich damals auf dem zweiten Account, meine ich, gemacht gehabt und dementsprechend, ja, muss ich das jetzt halt hier nochmal machen, ne? Gut, dann MOP.
Da hat sich jetzt nicht so viel getan. Ich glaube, das Mugushan-Gewölbe hatten wir die Woche davor schon abgeschlossen gehabt. Diesen blöden Gürtel habe ich immer noch nicht gekriegt. Da ist es ja nur ein Item eigentlich aus der Terrasse des ewigen Frühlings. Dann hier in SOO ist es ja auch nur ein Item im LFR, das ich leider auch nicht gekriegt habe. Und im Thron des Donners, da fehlen mir ja noch zwei Items hier im Normal und quasi ein Item bei Raden, heißt, da muss ich halt blöderweise die ganze Instanz immer 10 machen und hier ein Trash-Item, oder nee, das ist kein Trash-Item, das ist gemeinsame Bossbeutel, das kann theoretisch bei jedem Boss droppen. Das Problem ist hier aber, ich muss für die beiden Items laufe ich im Moment NHC rein und da ich ja dann zwei Boss im NHC gemacht habe, kann ich den nicht mehr machen. Dementsprechend kann ich hier Raden erst farmen, wenn ich die hier mal fertig habe. Das ist ein bisschen blöd, deswegen habe ich das als Beispiel mal aufgeführt. Und dann gibt es noch ein paar Items im LFR, auch Mega Era und Lai Shen. Ja, wollte bis jetzt auch noch nicht. Aber die MOP sind es eigentlich gar nicht so viele Items. 19 Stück insgesamt. Und hier fehlen mir natürlich immer noch diese blöden epischen Waffen, die eine 0,3%ige Drop-Chance beim Endboss haben. Das farme ich erst, wenn ich die ganzen anderen Sachen weg habe. Ne? Weil das kann ich theoretisch durchfarmen, in Anführungszeichen. Genau, dann Warlords of Draenor haben wir Hochfest wegbekommen. Und da hatten wir, glaube ich, zwei Items im Normal und einem HC oder andersrum gefehlt. Das waren, glaube ich, drei oder vier Items, die mir gefehlt haben. Und ich bin mit einem Char rein und habe wirklich jedes Item gekriegt, was ich gebraucht habe. Und das ist bei den letzten Items aus einer Instanz nicht so oft kommt es vor, weil man ja natürlich einen riesen Lootpool hat und nur noch ganz wenige Items braucht. Da hatte ich richtig Luck gehabt, haben wir einmal den blöden Dungeon weg. Dementsprechend jetzt fehlen mir nur noch ein paar Items aus der Gießerei. Das sind jetzt hier 15, zwei aus dem Normal. Dann HC brauche ich nur 8 und aus dem Mythic brauchen wir noch 5 Items. Aber ihr seht, das ist immer nur ein Item bei den Bossen. Und ich habe mir jetzt die Woche und letzte Woche Bonus-Rolls mal geholt und die gespart. Und da müsste ich. Ah ja, hier. Die Bonus-Rolls habe ich mir jetzt mal geholt. Die hätte ich irgendwie davor nie mitgenommen, aber die kannst du einfach für 300 Gold pro Bonus-Roll kaufen. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ihr das auffarmt. Die Bonus-Rolls könnt ihr einpacken. Und Bonusrollen tut man ja nur das, was die eigene Rüstungsklasse brauchen kann. Dementsprechend hat man auch noch eine ganz gute Chance, mal vielleicht auch das ein oder andere Item rauszukriegen. Und selbiges gilt dann hier für die Siegel, die man in der Höllenfeuer-Zitadelle verheizen kann. Und da kannst du aber nur 3 Stück die Woche holen. Das ist ähnlich, wie es jetzt in BFA ist. Muss man halt Ressourcen unter anderem zahlen oder Gold. Und ich habe sie mir über die Kriegsressourcen geholt, ne? Oder hier über die Apexis-Splitter. Ne, nicht Kriegsressourcen, sondern Garnisonsressourcen, so rum. Und die kriegst du ja zuhauf in der Garnison nachgeschmissen. Genau. Und in der Höllenfeuer-Zitadelle sind es halt noch 7 Items. 2 aus dem Normal. Dann im HC brauche ich bloß einen Sokrotar. Und im Mythic-Modus brauche ich noch 4 Bosse. Aber das ist auch übersichtlich. Ich hoffe, da kann ich die Woche hier mit den Bonus-Rolls dann ein bisschen was rausziehen und dann, ja, hier vielleicht Legion. Nicht Legion, WoD auch mal so langsam abschließen. Zwei Raids sind es jetzt noch, also da wird es auch übersichtlich. Und in Legion waren wir auch gut unterwegs. Ich habe einen von den Worldbossen wieder weg. Also es waren 3 Worldbosse, die ich brauchte. Und zwar habe ich den Werten Brutalus jetzt weg. Und da kann ich was zu erzählen, wenn ihr euch den auch farmen wollt. Es gibt nämlich hier, also in Legion gibt es von den Worldbossen verschiedene Sets. Die ersten Sets sind quasi ein Worldboss. Hier haben wir den zum Beispiel. Der immer in irgendeiner Zone spawnt ein World Boss für eine Woche. Und das ist eine Rotation aus, ich würde so Pi mal Daumen, so 10 World Bosse sind es. Ne? Und jede Woche ist halt ein anderer da und muss halt immer gucken, dass man den richtigen erwischt. Das ist auch so, wie es in BFA jetzt auch ist. Und dann gibt es aber noch zusätzlich hier einen World Boss auf der Insel. Und zwar immer, wenn hier der Nether-Disruptor ab ist und ihr seht, 2 Stunden ist er noch da, so lange kannst du den World Boss noch umhauen. Und man muss halt hier quasi Ressourcen abgeben, zumindest war es früher so. Und dann konnte dann. Wurden dann die Gebäude aufgebaut und bei dem Nether-Disruptor kann halt immer einer von den Worldbossen da sein. Ne? Ich brauchte von Brutalos noch was. Den habe ich jetzt letztens tot gefarmt mit X-Chars. Ich glaube, über 10 Mal war ich dran mit beiden Accounts, also 20 Versuche. Und dann hatte ich endlich meinen Transmog-Teil, was ich haben wollte. Und da habe ich jetzt eine Weile drauf gewartet, weil jetzt ist es so, dass das Ding, glaube ich, nicht mehr davon abhängig ist, ob Leute Ressourcen spenden, sondern es geht automatisch über die Zeit quasi die Prozente hoch, ne? Weil das macht natürlich keiner mehr. Wer macht jetzt noch ein Legion, tut noch irgendwelche Ressourcen spenden. Deswegen hat Blizzard das geändert und muss halt jetzt einfach ein bisschen abwarten, bis das am Start ist. Genau. Also den habe ich mir geholt. Ups, jetzt habe ich was verklickt hier. Und jetzt brauche ich nur noch 2 World Bosse. Muss halt ein bisschen warten, bis die mal am Start sind, weil das sind welche von der ersten Charge, die quasi mit der Rotation mitlaufen, ne?
Dann gibt es hier noch die Inversionspunkte. Die sind quasi die dritte Charge an World Bossen. Und da kann man immer quasi hier gucken, ne? Großer Inversionspunkt, welcher dran ist. Jetzt ist aber leider wieder der falsche dran. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele verschiedene große Inversionspunkte es gibt, aber ich schätze mal auch 5, 6, 7, 8, 9, 10, irgendwie sowas um den Dreh rum wird es wahrscheinlich sein. Also irgendwas zwischen 5 und 10 schätze ich jetzt mal. Ganz grob. Und bis jetzt waren halt immer die Falschen da, ne? Also hier die beiden, die ich brauche, Val und Zengar, die waren bis jetzt immer noch nicht da. Das ist ein bisschen schade. Da bin ich auch noch am Warten. Genau, dann 5 Mann Dungeons brauche ich jetzt nur noch 3 Stück. Und die bin ich jeden Tag tatsächlich jetzt am Farmen, weil man da halt im HC nur eine tägliche Lockout-ID hat. Und ich glaube, letzte Woche waren es noch 6, also ich habe doch ein paar Items gekriegt. Bloß, hier Ding wird noch ein bisschen länger dauern, ne? Sturm auf die violette Festung, da ist es halt dann immer random. Du hast 3 Boss-Encounter und du hast für die ersten 2 Boss-Encounter sind eine Variation aus 6 Bossen, wo es halt random ist, welche kommen. Und nur von bestimmten Bossen kann ich halt den Loot brauchen. Und dann ist es halt schon mal random, ob die richtigen Bosse kommen und dann, ob die quasi noch das richtige Item droppen. Also du gehst manche Runs, 2, 3 Runs und es kommen die Bosse gar nicht, die du brauchst. Und dann kommen die Bosse und dann droppen sie es halt nicht. Also das ist ziemlicher Mist. Keine Ahnung, das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern. Und bei den 5-Mann-Dungeons bin ich jetzt mit Normal fertig, ne? Also Normal brauche ich nichts mehr. Und im HC brauche ich jetzt noch die Xavier-Schultern, sowie im Mythisch-Modus noch. Und halt blöderweise Trash-Beute, die ich auch blöderweise im LFR brauche. Und die Bo Boss-Beute da zu farmen, wird halt ein bisschen ätzender, habe ich im Gefühl. Weil du kriegst halt nicht den vollen Loot hier, sondern du kriegst halt nur den Einzel-Loot. Also einer von 20 oder so. Ich weiß nicht, wie das genau gescaled ist. Und beim Boss hast du den Legacy-Loot-Modus, wo du alles kriegst. Ich weiß jetzt nicht, irgendwie Blizzard hat verkackt, den Trash-Loot richtig zu scalen. Teilweise pulle ich da alles zusammen, was da steht, ne? So knapp 100 Mobs, loote rein und krieg 2 graue Items. Und wenn ich manchmal pulle ich 10, 20 Mobs, kill alle und kann nicht mal looten. Das ist so dumm, keine Ahnung. Also wie ich den Trash-Loot farmen soll, weiß ich noch nicht so genau. Dann Prüfung der Tapferkeit habe ich jetzt den Normal-Modus fertig. Da brauche ich jetzt nur noch was hier aus dem LFR und aus dem HC. Wieder eine Schwierigkeitsstufe abgeschlossen. Dann Nighthold, da habe ich leider nichts gekriegt. Da brauche ich ja nur noch den LFR. Zwei Bosse, einen aus dem Normal und zwei aus dem HC. Da habe ich letzte Woche leider nichts gekriegt. Ich hab den Gürtel hier von Krosus bekommen, ne? Oder Handgelenke sind es, das ist kein Gürtel. Handgelenke habe ich gekriegt, aber ich war blöderweise im HC drin. Das droppt ja im HC die ganz gleichen, bloß halt mit ein bisschen mehr Item-Level und es sehen halt geringfügig anders aus, ne? Aber die haben auch das gleiche Symbol und heißen genauso. Und das war so ätzend. Ich dachte, ich habe sie gekriegt und dann habe ich gesehen, scheiße, ich bin doch im HC und nicht im NHC drin. War ein bisschen ärgerlich, habe ein bisschen geärgert, aber naja, vielleicht droppt es ja die Woche. Und dann Grabmal. Was brauchen wir da noch? Ja, genau, da sind es halt jetzt hier. Die Maid brauche ich halt in allen Schwierigkeitsstufen für den Hammer. Den ersten Boss brauchen wir da noch. Hier brauche ich noch ziemlich viel im Normal. Muss ich halt auch nochmal komplett durch bis Kill Shaden. Im HC muss ich nur noch bis zum Maid zum Glück, ne? Da habe ich von Kill Shaden zum großen Glück hier den Gürtel gekriegt, den ich in jeder Schwierigkeitsstufe noch gebraucht habe. Heißt, im HC muss ich nur bis zum Maid, was ganz praktisch ist, muss man nicht mehr komplett hoch. Der Endboss, der zieht sich halt immer ein bisschen, ne? Und im Mythisch-Modus muss ich halt auch nur noch quasi den zweiten Boss umhauen und theoretisch die Maid, wobei der, wie gesagt, in allen Schwierigkeitsstufen droppt. Also den kannst du sogar im LFR fahren mit dem Twink oder so. Also da weiß ich gar nicht, ob ich dann. Da brauche ich, glaube ich, gar keine Gruppe suchen. Den ersten und den zweiten Boss schaffe ich auch im Mythisch easy alleine. Die Maid, weil sie. Also, ich müsste mal ausprobieren, ob ich die Maid alleine im Mythisch-Modus machen kann, weil du nach ein paar. Wenn du nicht schnell genug bei der Maid bist, kriegst du die durchgehend diese Bomben drauf. Und ich vermute, dass der Fallschaden mich irgendwann killen wird. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen weiß ich nicht, ob ich die Maid alleine tot kriege. Ich werde es mal probieren. Aber notwendig ist es nicht, wie gesagt, weil der kann ja auch in allen anderen Schwierigkeitsstufen. Stufen droppen, aber zu einer ziemlich beschissenen Drop-Chance. Und dann kommen wir zu dem Item, was eine ziemlich beschissene Drop-Chance hat. Und zwar, es gibt ja bei Argus zwei Sicheln, eine blaue und eine rote Sichel. Und ich habe letzte Woche, war ich glaube ich 34 Mal Argus Mythic am Killen. Also eigentlich nicht 34 Mal, sondern 16 oder 17, 17 Mal haben wir sie glaube ich gekillt. Oder ihn besser gesagt, Argus im Mythic-Modus. Ich habe zum Glück viele Chars auf zwei Accounts auch noch. Und dann konnte ich es halt immer mit zwei Accounts gleichzeitig killen. Und dann habe ich beide Sicheln bekommen. Also sowohl die rote
als auch die blaue Sichel habe ich beide bekommen. Waren aber auch einige Tries an einem Tag. 5-6 Stunden haben wir durchgezogen und Sichelruns gemacht. Und ja, jetzt habe ich Mythic komplett weg. Also Antoros, der brennende Thron im Mythisch, muss ich nicht mehr rein. Ich werde dann noch einmal reingehen, weil ich mit Main die Quest hier gerne noch fertig gemacht hätte. Die habe ich irgendwie damals nicht gemacht gehabt. Und dementsprechend muss ich nur einmal rein, dass ich die Quest weg habe. Also einmal nur Agrama machen. Und dann, ja, muss ich nicht mehr in den Mythic-Modus rein. Im HC sind es jetzt noch drei Bosse, das geht. Und natürlich der leidige Trash-Loot, den ich mir wahrscheinlich im AH kaufen werde. Aber ihr seht schon, was der kostet. Das sind abnormale Preise. Und ähnlich ist es halt auch im NHC. Da brauche ich auch nur einen Boss, nur Agrama. Und halt der Trash-Loot. Und im LFR brauche ich irgendwie noch relativ viel, komischerweise. Und einen Teil von diesem Trash-Loot. Aber den werde ich mir, wie gesagt, im AH schießen. Mal gucken. Ich bin ja auf mehreren Servern unterwegs. Vielleicht kriege ich das mal günstig. Genau. So viel dazu. BFA, wie gesagt, da farme ich im Moment noch nicht, ne? Also BFA gehe ich erst an, wenn ich die anderen Sachen fertig habe. Aber es wird langsam weniger, ne? Ihr seht, hier bei den ganz alten Sachen, da gehen wir jetzt gut runter. Auch Legion geht langsam weiter runter. Das sieht gut aus. Und dann können wir die Außenbereiche noch angucken. Da fehlt mir nicht mehr viel. Hier ist es immer noch Deckmatrosenhemd. Dann immer noch Morose. Ich glaube, ich habe schon über 40 Kills auf Morose und habe bis jetzt noch die Quest nicht gekriegt für den Anhänger. Leider. Aber da bin ich auf jeden Fall dran. Dann, wir haben hier auf jeden Fall ein paar Sachen weggemacht. Ich weiß jetzt aber nicht mehr genau, was alles. Ich habe die Quest im Netersturm und Ding gemacht, aber ich glaube, das hatte ich letzte Woche schon, meine ich. Und hier die Umhänge, die werde ich mir jetzt demnächst mal auf irgendeinem Server kaufen, wo ich Gold loswerden will. Da muss ich einfach nur beim Händler ein bisschen, wahrscheinlich so 100, 200.000 Gold ausgeben. Argus bin ich das Agonit am Farmen, aber das haben wir bis jetzt immer noch nicht gekriegt, die Schuhe. Aber wir haben Zandala weg, da haben wir zwei Waffenvorlagen gefehlt. Und die habe ich jetzt mit meinen Horden Rogues und Schamanen gefarmt und habe beide Waffen gekriegt. Sowohl den Stab als auch, ich glaube, eine Dolch- und eine Faustwaffe war es, meine ich. Also das haben wir auf jeden Fall weg. Jetzt fehlt mir nur noch der Umhang. Da warte ich jetzt schon seit ein paar Wochen, dass mal wieder auf der Allianzseite quasi eine ganz normale Ausrüstungskiste bei den Emissary-Kisten dabei ist. Und zwar ist es so, kann ich das hier, nee, das kann ich nicht klein machen. Hier unten bei den Emissary-Kisten gibt es in Kultiras welche mit Ressourcen, ne? Dann gibt es hier diese Azerit-Kiste, dann gibt es eine Waffenkiste und dann gibt es halt die normale Ausrüstungskiste. Und bei einer normalen Ausrüstungskiste kann halt dieser Umhang quasi drin sein. Und da warte ich jetzt halt schon ewig, bis die mal wieder ist. Dann kann ich diesen blöden Umhang vielleicht auch mal wegkriegen. Und in Nashjatar, da muss ich jetzt heute noch einen von den Madivas Labor Dudes hier umhauen und hoffen, dass ich diese Waffen krieg. Vor 2 Wochen habe ich mal eine rausgezogen. Da waren es noch 6, jetzt sind es nur noch 5. Und ja, die haben halt eine ziemlich beschissene Chance zu droppen. Und ich muss mal rausfinden, ob ich quasi auch als Druid eine Aki-Faustwaffe kriegen kann. Ob das klappt oder ob ich das mit dem Rogue farmen muss. Das weiß ich noch nicht so genau. Da muss ich mich mal nur einlesen. Aber ich habe ja hier auch noch einen Streitkolben. Den müsste ich auf jeden Fall kriegen, wenn ich auf Heal gehe. Oder die Schildhand oder sowas, ne? Also damit müssen wir mal gucken, aber das wird mich wahrscheinlich noch eine längere Zeit beschäftigen. Und dann muss ich vielleicht mal meine Chars so weit hinquesten, dass die das auch machen können. Da musst du nämlich ein paar Quests machen, dass du La Madives Labor freischalten kannst. Im Moment mache ich das halt nur mit Main, ne? Genau. So, das sind soweit die großen Punkte. Weltbeute hat sich nichts geändert, Dungeon Browser auch nichts, Erfolge auch nicht. Außer, ich weiß nicht, ob ich das letzte Woche schon mal gesagt habe. Das sind ja so, das regt mich ja so ein bisschen auf, ne, dass Erfolge und die Heldentaten hier noch drin sind. Ich habe ja die ganzen Erfolge alle fertig, aber hier ist ja zum Beispiel, sind ja zwei Sachen drin, Held der Allianz und R1 Gladi, also das ist 0,5% im RBG und das ist 0,1% in der Arena. Und hier den Held der Allianz habe ich, aber halt nicht von der aktuellen Season. Ne? Also das ist quasi jede Season neu. Und das Problem ist, das wird halt immer am Ende der Season vergeben. Heißt, du kannst es erst einmal nach der Season kriegen. Und nach der Season gibt es aber schon von der nächsten Season wieder das Achievement. Also diese Achievements, es wird immer drin sein. Du kannst es nie fertig kriegen, weil du es ja nie dir früher spielen kannst, sondern immer erst nach der Season bekommst, wo dann schon wieder die nächste Season ist. Also das ist ein bisschen dumm, dass sie das drin haben. Und was halt noch dummer ist, diese Heldentat, ne, mit diesem Kolosseum im Hochfels, die habe ich und habe mich gewundert, warum das hier drin ist. Und es ist hier drin wegen dem Titel Herr des Krieges und mein Druid hier ist weiblich und die hat nur Herrin des Krieges.
Und das Add-on kreidet mir an, dass ich zwar Herrin des Krieges habe, aber nicht Herr des Krieges, aber du kannst halt, wenn du die weibliche oder die männliche Form haben, du kannst nicht mit einem Char beide Formen haben. Und das ist halt so dumm, dass mir deswegen hier das Zeug angezeigt wird. Also alle diese Erfolge werde ich halt nie rauskriegen, ne? Egal was ich mache. Oder, und das sind halt eigentlich nur Heldentaten. Das finde ich ein bisschen blöd, dass die mit drin sind. Aber naja, so ist es. Und ähnlich nervig ist jetzt, dass Essenzen drin sind und dass jetzt auch quasi die Legendary-Essenzen drin sind. Jetzt müsste ich mir vielleicht die Healer-Essenz noch holen von Jaina. Mal gucken, vielleicht mache ich es ja noch. Ja, das ist ein bisschen ärgerlich gerade. Und dann Erweiterungsfeatures. Ich bin gerade am Gucken. Ach ja, ich habe mir vom Kräutergarten habe ich mir jetzt zwei Dinger geholt. Ich habe mit einem Hordenchar, ich glaube mal so einen Nachmittag 4, 5 Stunden Kräuter gefarmt und habe mir die teuren Haken geholt. Also da gab es Items, da musst du 1000 Samen sammeln pro Item und das dauert schon ein bisschen. Und jetzt habe ich nur noch die zwei günstigen, da brauche ich nämlich nur 500 Samen. Und ich habe mit dem Main hier fleißig jeden Tag den Kräutergarten gemacht. Jetzt haben wir schon 475 Samen und auf dem anderen Twink habe ich um die 400. Heißt, bis nächste Woche müsste ich eigentlich die beiden Dinger auch fertig haben. Dann hätte man nämlich den Kräutergarten schon mal fertig. Und dann brauche ich jetzt hier noch das mit den Followern. Das sind jetzt auch nur noch 11. Das wird langsam so ein bisschen besser. Ich habe heute schon, glaube ich, so 5, 6, 7, 8 aufgemacht, ne, und habe noch einige. Und ich hoffe, dass ich noch so, ja, so 2 bis 3 wären cool, wenn ich die Woche noch wegkriegen würde. Heißt, wir werden vielleicht später noch ein paar Follower aufmachen und mal schauen, ob wir da noch was kriegen. Aber das, ja, wird auch langsam besser zumindest. Und hier, Garnisonsinvasion, da fehlt mir immer noch der eine blöde Rücken, der will halt einfach nicht droppen. Und sonst bei den anderen Sachen, ich bin gerade am Gucken. Da fehlen mir immer noch, da ist ja auch wieder Morose drin und hier die Artefaktwaffe vom, also der Hidden Skin vom Feral, den muss ich jetzt auch mal noch angehen. Und hier fehlt mir noch einen Dolch, den ich nur mit dem Rogue kriegen kann, in Uldum von Rare Mobs. Den werde ich wahrscheinlich die Woche auch nochmal farmen, wenn mal die Akia-Invasion ist. Da muss ich meinen schlecht equippten Rogue auspacken und da ein bisschen gucken. Genau, und sonst sind wir, glaube ich, durch Ereignisse. Da habe ich nichts geholt, Festtage waren keine. PvP mache ich jetzt mit dem Kinderspiel. Da fehlen mir nämlich die Waffen, die ein Rogue tragen kann. Beziehungsweise, ja, es müssten alles Rogue-Waffen sein. Ach nee, hier, das kann ich mit dem Worry holen. Wenn das Kinderspiel ist, werde ich mir mal diese Waffen hier farmen. Habe ich zumindest vor. Heißt, nächste Woche müsste das losgehen. Da werde ich mal hier ein bisschen loslegen. Und da haben wir, glaube ich, nirgends was Neues. Genau. Warte. Hä, warte mal, warum ist jetzt hier nur noch? Verstehe ich jetzt nicht. Hä, warum ist jetzt denn jetzt nur noch Blutsiegelbukaniere drin? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Ich farme nämlich gerade extra mit meinem Twink, mit meinem Hexenmeister, die Wildherzen, weil mir die hier noch gefehlt hatten. What the? Warte mal. Sag mir nicht, dass der Addon-Hersteller das jetzt gefixt hat. Also, um es vielleicht zu erklären, es gibt zwei Fraktionen. Die Wildherzen und die Orakel in Cholazar-Becken, wo du immer nur eine oben haben kannst. Du musst dir halt eine aussuchen und wenn du bei den einen Quest machst, wirst du bei den anderen Hass erfüllt. Also kannst du immer nur eine gleichzeitig haben. Und es gibt aber ein Achievement, dass du bei beiden mal ehrfürchtig warst. Ne? Dieses Achievement habe ich mir erspielt, bloß es wurden beide hier trotzdem angezeigt. Und dann habe ich mich hingesetzt und beim Twink das jetzt hochzufarmen. Und selbiges ist auch bei den Seern und bei den Aldor in der Scherbenwelt. Ne? Ich habe es dann rausgefunden, bei dem habe ich die Aldor. Und dann waren die Seher noch drin. Dann habe ich das mit dem Twink hochgemacht. Dann hatte ich die beide gleichzeitig. Und dann ist es hier aus dem Addon auch verschwunden, auch beim Main Char. Und jetzt habe ich mich extra hingehockt und habe jetzt die Wildherzen halb hochgeballert. Ich bin jetzt schon ein bisschen überrespektvoll. Und jetzt sehe ich, dass die hier raus sind, dass ich es wahrscheinlich gar nicht machen hätte müssen. Anscheinend ist der Addon-Hersteller zu dem Schluss gekommen, dass das ein bisschen sinnlos ist. Vielleicht hat er auch, liest er jetzt auch das Achievement aus. Ah, jetzt habe ich das umsonst gemacht, oder? Auch die Seher umsonst hochgeballert. Naja, gut, das werde ich mal beobachten. Vielleicht muss ich die ja gar nicht mehr hochmachen. Das wäre ja ganz schön, aber dann habe ich jetzt einen Haufen Aufwand betrieben für nix. Okay, gut. Ja, damit wären wir wieder am Ende vom kleinen Video. Seid ihr wieder auf dem Laufenden. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr zu einigen Änderungen, was ihr dazu denkt, die jetzt hier bei All Things gemacht wurden, wenn ihr das Addon dann auch nutzt. Und ja, dann sehen wir uns dann in einer Woche beim nächsten Update wieder. Euch, bis dann. Ciao.